keine Probleme hatte die Polizei im Spiel Vöcklermarkt gegen Blau-Weiß Linz mit den blau-weißen Fans. Probleme hingegen hatte dieser Herr, der Platzwart der Vöcklermarkter, mit seiner Linie. Ja, hoffentlich ist das Spiel der Vöcklermarkter geradliniger. Doch zu Beginn die Linzer. Hier mit einer guten Möglichkeit und Faustabwehr von Tormann Franz Sieberer. Nachdenkliche Gesichter bei den Vöcklermarkter Fans. Doch zu Unrecht. Nach 20 Minuten haben die Vöcklermarkter das Spiel in den Griff bekommen. Hier mit einem Freistoß und das 1:0 durch Günter Greil. Ein schöner Freistoß von Günter Greil, der doch an diesem Tag viel zu wünschen übrig ließ. 1:0 also in der 23. Spielminute und nur 3 Minuten später eine weitere Möglichkeit für die Grünen aus Vöcklermarkt. Mario Leinberger hier mit seiner schlechten Schusshaltung und der Ball geht auch weit über das Tor. Dann kommen die Linzer zu ihrer ersten wirklichen Möglichkeit und die ist ordentlich, ein Lattenpendler. Viel Glück für die Vöcklermarkter, aufatmen beim Publikum. Halbzeitstand also 1:0 für Vöcklermarkt. Und in der zweiten Hälfte das gleiche Bild wie zu Beginn. Die Linzer sind am Drücker, hier eine Abwehr auf der Linie von Jürgen Wüstenhagen. Riesenglück also für die Schweizer Elf. Gerade in einer Phase, wo die Linzer wirklich das Spiel in die Hand genommen haben, Konter für Vöcklermarkt und Mario Leinberger zwischen die Beine des Tormanns. Und Leinberger wird von den Linzer Fans mit Bier übergossen, auch nicht gerade ein feiner Zug. Vöcklermarkter Fans also zuversichtlich, doch sie haben sich getäuscht. Denn nur 4 Minuten später, aus diesem Ball entsteht eine Corner-Situation. Und da ist Hasanovic per Kopf und es steht nur mehr 2:1 für Vöcklermarkt. Torjäger Hasanovic mit diesem Kopfball zum Anschlusstreffer. Und das Ganze passiert in der 60. Spielminute. Und nur 7 Minuten später. Schiedsrichter Drabek lässt die Pfeife ertönen und er gibt Elfmeter. Warum? Handspiel, sagt er. Und in der Zeitlupe sehen wir ganz deutlich, dieser Elfmeter ist berechtigt. Die Hand von Thomas Kirchberger geht ganz deutlich zum Ball. Elfmeter, Hasanovic und Ausgleich zum 2:2. Hasanovic mit einem Doppelpack, 2 Tore in einer Halbzeit. Gegen Ende des Spiels hätten die Vöcklermarkter noch einige Möglichkeiten gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Hier scheitert Heimel. Und auch Mario Leinberger findet in der folgenden Szene im Linzer Schlussmann seinen Meister. Was sagt da der zweifache Torschütze Hasanovic? Ja, spielen wir heute eine schöne Partie. Nach 2:0 für Vöcklermarkt geben wir Gas und sowieso.